So, da sind wir wieder in den Turm und ja, wollen wir den mal so schnell wie möglich beenden. Damit wir dann endlich die Kampagne weiterspielen können. Beziehungsweise ist ja eigentlich schon die Kampagne, aber damit auch ich wieder Spaß habe. Nein. Ja, wie ihr wisst, machen mir Türme nicht ganz so viel Spaß. Ich glaube, das habe ich schon oft genug erwähnt. Und deswegen will ich das jetzt so schnell wie möglich hinter mir bringen, den Turm. Damit wir dann endlich hier raus sind. So, das sind die Maschinen, die Hope getötet haben sollen. Wer sich noch daran erinnern kann. Jetzt kommen wir an einer ganz kurzen Videosequenz. Ja, brauchen wir keinen hier. Genau. Wunderbar. Übrigens habe ich. Ist das jetzt schon das zweite Mal, dass ich das Gameplay aufnehme, das Let's Play? Ich habe vorhin schon mal aufgenommen, aber irgendwie hat sich mein Programm mal wieder aufgehangen. Keine Ahnung, was das soll. Aber naja. Gut. So, wir haben jetzt den PT-Dragon dazu bekommen und den wollen wir natürlich gleich hier reintun. Der macht ganz viel Schaden eigentlich. So, ich glaube hier sind keine Items mehr, soweit ich weiß. Deswegen laufen wir jetzt hier ja da lang. Hoppa. Ignorieren wir jetzt mal so ganz stylisch. Und jetzt hier das Item. Boah, ich dachte gerade, das geht daneben. Komm, sammeln wir schneller. Voilà. Oh, das war. Boah, das war doch nicht so weit. Kommt zwar eigentlich auch so ran, aber. Puh, ich nehme das jetzt mal so. So. Dann hier das aktivieren, damit sich das Ding wieder dreht. Obwohl wir noch mal eine Runde sind, tut mir leid. Und zwar sind da noch Items, soweit ich weiß. Hier aus. Das war penetrant. Ja, die vier machen etwas schade. Jetzt damit, aber dann später, wenn wir so die halbe AP abgezogen haben, dann waren die ganz schön ein bisschen schwach. Übrigens, um eine Antwort zu geben, ich habe vor kurzem eine PN bekommen. Welche Schwierigkeitsgrad ich eigentlich spiele, das sieht man auch schon im ersten Video. Ich spiele auch schon mal momentan. Leider gibt es keinen Hard oder Extrem. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gespielt. Aber wir haben gleich normal genommen. Und ja, somit ist eine Frage beantwortet. Ich habe sie dir zwar auch nochmal für PN gedreht, aber nochmal für alle, die es vielleicht wissen wollen. Auf was für eine Schwierigkeit ich gerade spiele. Denn so ein ganz Anfänger bin ich ja auch wieder nicht, dass ich das auch noch auf einfach spielen muss. Ich habe ja schon etwas Erfahrung in Final Fantasy, da ich ja wirklich jeden Teil eigentlich schon gespielt habe. Ich hoffe, das trifft. Oh, der flog irgendwo ganz weit nach unten. Nein. Ah. Lass mich doch fangen. Aber wenn wir die schnell wie möglich down machen, bevor die uns kaputt haben. Man sieht schon, die machen ganz schön scharf. Deswegen soll man die als erstes rausfokussen. Nur so als Tipp. Wop. So, jetzt haben wir hier das Item. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt das Zielwasser trinken muss. So, das sollte reichen. Genau.
Also sonst sollte hier eigentlich kein Item mehr rumliegen. Schauen wir mal. Nö. Gut. Können wir weitergelaufen. Oh, ich wollte gerade... naja, ihr wisst schon. Gut, diesmal nur zwei. Die packen wir so schnell wie möglich ab. Da ist hier eine Schwäche gegen Feuer. Aus Tipp. Ha, heute machst du viele Tipps. So. Weiter geht's. Na. Doch. Nein, wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Lass mich ruhen. Lass mich in Ruhe. Komm, lass mich. Oh, schön, danke. Wupp. Schön. Und komm, schnapp sie dir. So, hier außen sind keine Items und hier unten auch nicht. So. Hier drüber. So muss ich gerade nachdenken. Ja, genau, wir müssen jetzt. Entschuldigung. Wir müssen jetzt nochmal auf die andere Seite, also nein, mal drehen. So. Und natürlich Spot. Ja, die Puddings. Schön. So, wir fokussen wieder erstmal den PT-Trücken raus, denn der macht beschäftigen Schaden. Der Sunny-Pudding müsste das eigentlich nicht schaffen, den hochzuhalten. Genau. So. Fokus auf den Pudding setzen. Damit er den nicht hochhält. Jetzt können wir den anderen nochmal hochhalten. Voila! Yep. Oh, schade. Geizig, wieder mal. So. Das Ende gedreht, trotzdem noch. Das ist gut. So. Jetzt kommen wir hier. Den anderen Würfel drehen. Den drehen wir insgesamt zweimal. Also jetzt noch einmal. So. Und jetzt müssen wir das wieder rumdrehen, zweimal, damit wir wieder auf der anderen Seite rauskommen. So. Gut, zwei Drohnen. Das sollte kein Problem sein. Im Buch wird übrigens empfohlen, die PT-Tracken zu holen. Weil die wirklich ganz schön stark sind. Also im Gegensatz zu anderen. So, wir heizen die Drohnen, das wird schon ein bisschen schneien. Jeder 4 Sterne und wir haben die Drohne bekommen. Nehmen wir allerdings jetzt mal nicht mit rein. Außer sie ist verheerer. Ich schau mal ganz kurz nach. Ich weiß es gerade gar nicht. Dann können wir den Mensch hier rausnehmen. Nee, die ist Prescher. Aber schau mal ganz kurz was. 180. Ja, gut. Ja, 152, genau. Und der hat 130, also ist der PT-Tracking besser. So. Hier rein und
übersehen, hier oben ist wieder nix. Das wird, das war bloß einmal, das was an der Decke was klebt. Und ich denke, wir sollten dann im nächsten Part, glaube ich, den Turm beenden. Also ich denke mal, wir schaffen das im nächsten Part, dann den kompletten Turm zu schaffen. Also. Fragmente kommen ja dann auch. Ich weiß nicht, ob ich die Fragmente gleich mitholen soll. Schreibt mir mal, ob ich die Fragmente gleich alle mitholen soll. Es gibt mir nicht dann noch später Fragmente zu holen in den Turm, die man vorher, an dem man vorher nicht rankommt, oder ob ich lieber erstmal die Geschichte weitermachen soll. Schreibt sie einmal unter den Kommentaren und ja, je nachdem die Mehrheit entscheidet, entweder Geschichte oder erstmal die Fragmente hier holen. Weil die Fragmente kann man ja auch noch später holen. Also ich glaube hier war hier nicht irgendwo ein Item gerade? Ach ja, da. Oh Gott. So. Ist reich? Genau. Ja, der HD Blacker hat heute mal ein bisschen Zielwasser getrunken. 2000 Gild ist ja schon mal eine ganze Menge. Ist, glaube ich, sogar ein ganzer Kraftteil. Ja, gut, wir fokussen trotzdem die PT-Tracken raus. Ja, wir sehen, die machen wirklich heftig Schaden. Und schon nochmal den Kampf geschafft. Leider keine 5 Sterne. Nein. Jetzt zu akzeptieren. So, dann liegt mein Item. Das schwebt, besser gesagt. Ja, hier muss man ein bisschen genauer gucken. Ein Item ist richtig fies versteckt, aber das kommt dann später bei der Fragmentsuche. Darüber habe ich, glaube ich, sogar ein Video gemacht. Müsste unter Playlist vorhanden sein. Wer das unbedingt sehen will. Übrigens möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich einen Facebook-Account besitze, der steht auf meinem Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, oder wenn ihr überhaupt nicht weiterkommt, ich kann euch gerne weiterhelfen. Ich habe das Spiel ja eigentlich schon durch und habe auch das Lösungsbuch, falls ich mal was nicht aus dem Kopf weiß und ihr unbedingt weiterkommen wollt, dann kann ich euch da weiterhelfen. Ah gut, wir wollten ja nicht die rausfokussen. Obwohl wir das lieber jetzt machen. Oh Gott, das wird ein schwerer Kampf. Glaube ich. Na gut, ist jetzt bloß der eine da. Machen wir mal hier die Fähigkeit wieder. Damit wir so schnell wie möglich das Problem bekommen. Und down ist auch schön. Too easy. Und schon können wir zum Aufzug. This is the last key. Next stop, the very top floor. Ja, guck mal, wir haben das Mal schon vergessen. Boah, das hätte ich gedacht, dass er noch. Ich guck gerade auf irgendwo noch. Might be right. Why would the Cirrus come here? Nice.
Also wir müssten eigentlich ohne Verschiebung zurückkehren können. So, nochmal ein Hammer. Und Nummer 2 folgt. Zack. Ah, ich liebe die Moves von ihm. Ah, wir müssen doch nochmal drehen, oder? Ja, wir müssen doch nochmal drehen. Aber ist ja kein Problem. Natürlich kommt der Arbeiter. Ach nee, war so klar. So. Ja, wollen wir mal ein bisschen Vollgas-Action machen. Ich glaube, ich fokus gerade den falschen raus. Ach, egal. Na, was machst du? Bam! Ah, das hast du noch 5 Sterne gehabt, okay. Nett. So. Gut, dann wollen wir mal eine Etage höher. Oder 2 oder 3, keine Ahnung, wie hoch der jetzt fährt. Dabei fällt mir gerade ein, wir hätten das Kristallium machen sollen. Fällt mir sehr früh ein. Ich hoffe, wir schaffen den jetzt. Der macht ordentlich Schaden. Also, nicht unterschätzen, auf keinen Fall. Jetzt wird er riesig, ich stelle da auf. Ah, schaltet sich das noch komplett und jetzt sind wir runterklopft. Ach, schaffen wir. Locker. Locker. Machen wir noch einen Opus-Laser dazu. Dreieck. Und. Bam. Dann ist er. No one's hurt, right? Keine 5 Sterne, schade. So. This must be the heart of the system. I know it's a machine. Wir sollten jetzt noch, glaube ich, ein Item rumlegen oder so. Ja, genau da. If what Alyssa was telling us is true, Yul and Caius should be up here as well. Nicht da gerade etwas. But are they with us or against us? Ich bin gerade irritiert. Egal. Angeblich liegt hier mindestens noch was. Okay. Ach, egal. Ach nee. Ach, laber ich. You get a big dose of spirit and zest along with your purchase. Einkaufen. Shopping time. So, hat sie was Neues für uns? Ich glaube nicht. Ja, scheint nicht. Schauen wir mal hier. Könnten wir irgendwas davon brauchen? Drehen, super machen wir nicht. Kraftreif Plus ist was Nettes. Aber das kann man dann nicht kaufen.
Gut. Ja, mal auch. Kopftuch. Okay. Na gut. It's really quiet. So. Dann würde ich mal sagen, bevor wir hier hochgehen, werden wir den Part beenden. Und ja, den Rest seht ihr dann später. In der nächsten Part. Bis dahin, einen schönen Tag.